Interessante virtuelle Begegnung in letzter Zeit. Die Irene, die mich in einer meiner Gruppen unterstützen könnte, und die Gabe, die mich in einer anderen meiner Gruppen unterstützen könnte. Ich bin ja kein Gruppenmensch, ich bin einfach alter Outsider, darum muss ich Gruppen selber gründen und in die geht dann keiner rein. Das ist immer das Problem. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt haben wir da diesen Schneemann und Insider aus Wien, aus der Patisserie werden diesen Namen kennen. Ich erfuhr eher kürzlich, dass der Mann vor 2,5 Jahren schon von uns gegangen ist. Oder 1,5 eigentlich, Entschuldigung. Und ich habe ihn trotzdem irgendwie noch gesehen oder bildete mir das ein, wie auch immer. Dieser Schneemann, vom Frut gemacht, vom Edi, wie ich ihn nenne, wird mich uns durch die nächsten Sitzungen bis 199-200 begleiten. Ich hoffe, dass ich es doch schaffe, die Punktlandung 200, Nummer 200 zu Silvester. Und ich habe vom Frut das vorletzte, eigentlich das allerletzte Gästebuch kriegen können, das nur angefangen war. Und da waren über Jahre schon viele Einträge drinnen. Es ist Nationalfeiertag. Ich habe einen großen Buchtausch hinter mir, zwei ganz tolle Bücher von einem ehemaligen Kabinettschef und von einem amerikanischen Schönheits-Influencer. Und ich gebe 6 Bücher dafür her morgen. Und ja, sonst in diesen 2 Minuten, die ich heute bespreche, nicht allzu viel Neues, sondern eben Juhu, Holt Rio, Freude. Wir haben jetzt noch 2 Monate bis Weihnachten und es geht sich aus. Punktlandung 200 zu Silvester.